Hey, hier sind wir wieder mit dem Let's Play zu Rising World, die Danu Hi. und mein einer, der Aleitok. Ja, wer bist denn du? Irgendwann wieder. Da oben steht A-Admin. Mehr sehe ich. Da steht nichts. Ja, doch, über deinem Kopf steht was, aber mit meinem steht nichts. Ich hoffe, man kann es selbst ja nicht lesen. Ich weiß. Das ist, Es gab ein Patch, gell? ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Also es wurden viele Bugs behoben und Sachen schon mal vorbereitet, dass der Genau. Speicherstand nicht kaputt geht, wenn Wenn das größere Patches Wasserbiom kommen. kommen soll. Yep. Oh, bei der Einzeltüre gibt es ja auch was Neues. Die habe ich Ja. vorher übersehen. Nee, da hat sich, wie gesagt, sie haben die Türen aufgeteilt mit den Einzeltüren. Auch die Crafting-Rezepte haben sich geändert. Auch moderne Türholz sind einzeln, sind welche bei, die wir vorher alle unter Türen, Holztüren zusammengefasst hatten. Oh. Also man hat jetzt Türen in Hülle und Fülle, in jeder Form und Und Farbe. ganz neu ist zum Beispiel die alte Holzabdeckung, für die haben wir schon die ideale Verwendung gefunden. Also für die bringen wir dann gleich an. Ich stelle mal eine davon her. Genauso wie die Kanaldeckel und ich Kanaldeckel gibt es bastel. hier zwei Designs. Und ich bastel die Zugbrücke. Genau. Auch für die haben wir schon die idealen Verwendungszwecke. Übrigens, die Ja. Zugbrücke ist voll billig. Total. Na gut, aber es ist 128 auch. Holz und 64 Eisenstab. Ist ja auch nicht gerade ohne das Konstrukt, wenn ich mir das so angucke. Ja, wenn es nämlich zu teuer ist, ist es gar nicht. Du kriegst aus einem Eisen eine Metallplatte und aus einer Metallplatte vier Eisenstäbe. Also kannst du es durch vier rechnen, es ist gar nicht so schwer. Genau, hier wollen wir nämlich unsere Zugbrücke haben. Ist zwar ziemlich sinnlos, aber wir wollen sie sehen. Dadurch Die schaut schon ist ganz sehr, sehr verzweifelt. groß. Echt? Ich bin gespannt. Ja, ich darf da ja gar nicht großartig runterschauen, weil das seht ihr erst in der nächsten Folge. Wir schieben die Folge, die wir jetzt aufnehmen, gerade mitten rein. Bin ich gespannt, was da kommt. Ja, das mit dem Platzieren ist so eine Sache. Oh Mann, die Kanaldeckel sind groß, du wirst das nachher sehen. Cool. Musst mal schauen, ob man es nicht genauso vielleicht wie die Holzteile verlängern kann oder was. Die Kanaldeckel kann ich zumindest immer schön drehen. Ja doch, gedreht kriege ich die auch, aber. Ja, sonst stellst du irgendwo einen Boden hin, wenn es da gar nicht geht. Es geht schon, wird halt nur schräg sitzen. Das macht ja nichts. Oh, und die braucht auch ein bisschen länger zum Platzieren als andere Sachen. Kriegst schon Krampf im Finger? Nee, nicht ganz, aber es ist locker dreifache Zeit. Cool. Alles gut. Mit F zu bedienen. Yep. Das ist cool. Die gefällt mir. Ich muss mir mal überlegen, ob ich eine Zugbrücke bei meinem Haus brauche. Wenn nicht, dann muss ich mir jetzt einen Grund erfinden, warum ich eine Zugbrücke brauche. Ja, ich bin auch schon jetzt, seitdem ich die gesehen habe, dass die jetzt drin ist, am Überlegen, wie mache ich das mit dem Schloss? Wie mache ich Also das, dass es ich sinnvoll ist, würde eine fast sagen, Zugbrücke? wir lassen die stehen, die gefallen mir. Zumindest bis wir es woanders ordentlich aufgebaut haben.
Weil da kann man sich schön anschauen, wie sich die dann baut. Ja. Also das war jetzt nur der Nachteil, weil ich ja hier mit Balken und sowas gearbeitet habe, konnte die auch nicht dran snappen. Ja, wir haben nur gesagt, wo stellen wir es hin, wo ist sinnvoll. Und deswegen haben wir gesagt, da auf unser tolles Konstrukt. Aber ja, die Türe hat was. Die ist okay, die nehme ich. Ich hätte jetzt noch in den Einstellungen umstellen müssen, dass die Rotation genauer ist beim Fallen Drehen. Dann hätte ich sie hier gerade sogar dran setzen können. Ja, das macht ja aber jetzt nichts für den Versuch. Nö, fürs Demonstrieren reicht es ja vollkommen. Und jetzt wollten wir ganz gemütlich zu deinem Haus gehen. Wirklich sehr schön animiert und mit den Sounds. Ja, schaut super aus. Es schaut jetzt auch aus der Ferne gut aus, die Wand da. Ja, den Wald hier, das seht ihr jetzt alles gar nicht. Nee, der ist noch gar nicht nachgewachsen, weil bei euch holzt man ja gerade erst wieder ab. So, jetzt kann ich wieder geradeaus gucken. Oh Mann, der hat schon wieder eilig, die rennen mal davon. Wobei ich sagen muss, der Weg ist nicht für zwei nebeneinander gehende Personen geeignet. Nee, keine Abkürzung. Ach so, okay. Fällst du da Obstbäume? Ja, eine Zitrone. Der Hoffnung auf den Setzling, aber So, ich warte dann bei deinem Häuschen. ich muss hier gerade mal ganz kurz Rasen mähen. Ja, mach. Nee, die hat wieder keinen Setzling geworfen. Die mögen mich nicht, die Dinger. Nee, definitiv nicht. Ja, Alter, wir gehen nachher von mir aus Obstbäume suchen, ja? Ja, hatten wir ja sowieso vor, noch ein paar Setzlinge davon zu besorgen. Nur ich habe da echt eine miese Quote, was die Setzlinge angeht. Genau, und ja, da haben wir ja dein hübsches Haus und da daneben haben wir deinen neuen Kamin oder deinen Maulwurfshügel. Mein Plumpsklo. Sage mal. Damit man sich da nicht zu wehtun kann, werden wir das jetzt einmal sicherheitstechnisch abdichten. Gar nicht mal so lang. Denke ich mir. Moment, ich verwende ausnahmsweise den Flugmodus, ja? Unter Umständen kannst du auch versuchen, es mit Steuerung festzusetzen und dann zu verschieben mit den Pfeiltasten. Ich weiß nicht, ob das ohne Gittermodus geht. Ah, Steuerung kann ich im Fliegmodus nicht brauchen, aber vielleicht jetzt. Also auf Steuerung reagiert die gar nicht. Steuerung rechts. Nee. Naja, dann muss der erst mit G Mit den Steuerung Gittermodus. rechts ist das Einzige, dass er sich dreht. Nee, nicht festhalten, nur einmal klicken. Ich habe auch keinerlei Baumaterial dabei gerade. Ich gebe sie dir mal. Achso, warte. Handel mich mal an. Hast du? Ah, jetzt. Yep. Ich gebe dir mal diesen hier. Probier's mal. Also Handeln ist verbuggt. Hast du schon wieder nur Müll? Ich habe eine Nichtsanzeige, ja.
Ja, das Ding ist jetzt leider kaputt. Gut, dann probiere ich es jetzt mit dem anderen. Das ist nicht etwas größer. Achtung. Fast. Ich gehe doch mal bauen. Soll ich's abreißen? Nein, lass mal, vielleicht schnappst du schön dran. Was bringt mich auf die Idee, dass ich Baumaterial holen kann? Was willst du einfach weiterbauen? Nee, ich wollte nur was testen. Das ist mit dem Verschieben halt. Ah, okay. Aber das Handeln ist definitiv kaputt, gell? Ja, irgendwie fast alles, was du mir rübergehandelt hast in der letzten Zeit, kam bei mir als nicht angezeigt an. Ich schmeiß das gleich mal in unseren Mülleimer, den kaputt. Nur fliegen ist schöner. Ach so, Moment, ich fliege ja. Also das mit Feststellen gibt es da scheinbar nicht. Und das Problem ist natürlich, in der Mitte hast du Luft. Das heißt, du kannst das gar nicht so platzieren, dass du das in der Mitte dann hast. Ach, lol. Moment, ich muss das doch kaputt machen, das andere. Hab nicht da gerade was entdeckt? Das ist keine normale Abdeckung allein. Allein? Ja, ich bin hier gerade selbst am Versuchen mit dem Festsetzen. Irgendwie funktioniert das nicht mehr. Ups, ich habe außerdem die Maulwurfshöhle kaputt gemacht. Ob mir das unser Maulwurf übel nimmt? Also das Platzieren ist gar nicht einfach von dem Ding. Egal, ich gebe es jetzt mal so halb drauf. Ja. Sehr. Es geht nicht, weil es. Ja, eigentlich sollte das mit dem Festsitzen mit rechter Steuerung funktionieren, aber tut es bei mir zurzeit auch nicht. Ja, bei mir auch nicht. Allerdings kann das natürlich auch nur in den neuen Teilen liegen. Nee, ich versuch's ja gerade mit so einer Verankerung für eine Fackel. Okay. Weil komischerweise die vier Balken, die ich mir rausgenommen habe, verschwunden sind.
Ne, rechte Steuerung funktioniert nicht. Das könnte jetzt auch daran liegen, dass ich halt das Ding genommen habe, aber sollte ja eigentlich nicht. Ich würde sagen, unser Maulwurf ist schon wieder fleißig am Arbeiten. Yep. Schau her, und jetzt schau das Ding mal an und drück F. Nicht schlecht. Ist doch nett, oder? Ja. Nur habe ich das Gefühl, zuerst muss man es drauflegen und dann darf man das Loch graben. Momentan zumindest. Ja, wird das mit dem Festsetzen und dem Verschieben funktionieren, wäre es gar kein Problem. Dann hätte es jetzt perfekt reinschieben können. Ja, Und aber so habe ich das. echt das Problem, dass er ja nach der Mitte schaut und die Mitte ist dann in der Luft und dann, ja, dann geht's dort nicht. Hey, eben, da müsstest du es jetzt verschieben können. Aber genau das funktioniert ja Egal, wie ich es komischerweise nicht. probiere, es geht nicht. Ich hatte mir eigentlich extra vier Balken mitgenommen, weil bei denen weiß ich ja, dass es funktioniert. Jetzt komme ich hier an, sind die vier Balken nicht mehr da. So, da sehen wir es jetzt noch mal schöner. Schaut her, wenn man F drückt, schiebt es sich auf die Seite, man kann durchhupfen, drückt wieder F und es schiebt sich zu. Wahrscheinlich geht es beim Kanaldeckel ähnlich, das probiere ich jetzt auch noch aus. Also ich finde, Alai braucht hier unbedingt einen Kanaldeckel, oder was sagt sie? Nee, das liegt an dem Teil. Den Balken kann ich setzen. Den kann man noch einfrieren. Alter, komm mal in dein Haus ins Badezimmer. Ja, genau da brauche ich keinen. Das ist eh Darfst du schon so nachher eh wieder klein. entfernen? Komm mal in dein Badezimmer und schau den Kanaldeckel an und drück F. Werde ich wahrscheinlich einen komplett neuen Boden bauen dürfen. Nein, das Ding kannst du ohne Probleme abreißen. Wo bleibst du denn? Ja, ich war beim Haus. Die Hat Geräusche was. sind gut, gell? In die Mitte schauen, genau. Ist cool. Magst nicht doch einen Kanaldeckel in deiner Wohnung? Nee, passt nicht so wirklich. Na gut. Ihr habt's gehört, er mag nicht. Aber den vor deiner Türe mag. Aber der macht nicht so schöne Geräusche. Ne, den Balken kann ich immer festsetzen. Okay. Oh, Achtung, Alai hat Sitzlinge in der Hand. Ne, das war nur um zu testen, ob man die auch einrasten kann. Aber bei denen geht's zum Beispiel nicht. Ich reiß das wieder weg, gell? Ja, und jetzt brauche ich eigentlich ein bisschen Erde, weil ich habe da unten kaputt gemacht. Wo kriege ich denn jetzt Erde hier? Ich habe jetzt auch keine mehr dabei, aber hinter meinem Haus kannst du. Warte mal, vielleicht reicht's, wenn ich das da. Ja, gab doch ein bisschen was. Repariert. Wird keiner merken, dass ich es kaputt gemacht habe. Noch nicht mal unser Maulwurf. Ah ja, das wolltest der ja auch noch beschildern, gell? Schilder?
Ja, den Ausgang oder abdeckt. Da könntest du dann alte Klick dann draufsetzen. Oder? Ja, wenn der Eingang vernünftig gemacht ist, nur so. Es ist ja immer noch so ein Rauskraxeln eher. Ja, ich sehe es. Bei mir kommst du raus halbwegs. Hat da jemand dran rumgehämmert? Nee, nee, du kommst raus. Musst nur ein bisschen springen. Genau. Aber es ging eigentlich ohne Springen. Mit so ein bisschen rumgehakel. Kannst du ein bisschen schwieriger machen, schau her. Jetzt wird es schwierig sein, da rauszukommen. Moment. Ach, geht nicht, wenn er dort ist. Leider habe ich jetzt nicht mehr Material mit. Huhu, allein. Oh oh. Schade, sie hat noch den Schritt zur Seite geschafft. Natürlich. Es war knapp. Ja. Ich habe damit gerechnet. Aber was machen wir jetzt? Gehen wir noch ein bisschen Höhle? Ja, können wir machen. Ein paar Minuten haben wir noch. Oder gehen wir Setzlinge suchen? Na, dann gehen wir Obstbäume suchen. Weil hinter deinem Haus dort sind zum Beispiel zwei. Oder in die Richtung. Ja, das da hinten sind, glaube ich, keine. Nehmen wir erstmal die Also hinterm da ist ein Haus. Zitron. Aber diesmal fäll ich. So. Da sind ja, waren es nicht zwei? Auf der anderen Seite von deinem Haus ist noch, sind noch zwei. Ah, da hinten ist noch einer. Oh Mann, ich habe keine Sinn. Ja, die hat es mal eingeworfen. Ich glaube, ich brauche echt endlich mal eine Sense. Also Nee. Zitronen haben wir dann bald genug, glaube ich. Nur Äpfel fehlen noch. Ja, der Zitronen hat auch einen fallen lassen. Hab's doch noch gefunden mitten im Gras. Und die hier auch. Äpfel. Ich sehe den rumrennenden Alai. Schon wieder so nach Zitrone aus. Der, zu dem ich da rein, das ist Zitrone. Sind sogar beides Zitronen, glaube ich. Gab auch einen Setzling. Die hier gab, glaube ich, wieder keinen. Hallo Schaf, die ist doch heiß, oder? Jetzt nimm.
Ich bringe mehr Wolle mit als Früchte, gell? Ach, ne, Früchte kann ich nicht drüber klagen. Aber Wolle ist ja, kriegst ja auch auf einen Schlag 32. Ich habe einen Apfelbaum. Ich habe schon wieder einen Zitronensetzling. Cool, drei Setzlinge. Ein Apfelbaum. Das hat sich gelohnt. Ach, hier bin ich schon beim Maulwurf. Oh. Du weißt doch, nicht erzürnen, das Maulwurf zu hören. Also, wie war das? Nee, der ist sicher wieder unten. Aber vielleicht kannst du schauen, ob er Bäume hat. Holst du es ihm schnell ab? Er hat vor der Tür Bäume. Führe mich nicht in Versuchung. Ich hatte den Gedankengang schon. Warum war mir das klar? Weil ich weiß, dass da auch einige Apfelbäume beistehen. Davon hat er gar nicht so wenig. Finger weg von seinen Apfelbäumen. Das Ovidische Denkmal. Die Mahnstätte. Jo. Ich habe mir gedacht, guck dich mal hier in dem Wald so ein bisschen um. Aha. Okay, da steht ein Bär und hier ist eine Höhle, wo oben direkt schönes Erz liegt. Definiere schönes Erz. Definition schönes Erz, es ist Kupfer. Ach so, haben wir genug. Wobei genug ist immer so relativ. Eben. Aber Kupfer dürften wir echt erstmal genug haben. Eisen wäre da eher sofort abholzbar gewesen, von meiner Sicht her. Oh, blaue Blumen. Blau haben wir doch nicht. Ich glaube nicht so, ich wäre fast gerade in ein Loch reingelaufen. Sein, dass die mehr Blumen reingebracht haben? Also das stand zumindest nicht in den Patch News. Weil hier sind jetzt blaue und so rote. Rot mit Orange. Vorher hatte ich immer nur gelb und weiß gesehen. Ja, es waren eigentlich nur zwei. Zwei Apfelbäume. Aber Alei, du suchst doch Apfel. Ja, Apfelbäume. stimmt. Passt. Ja, vergiss es. Ich habe nichts gesagt. Oh Mann, ja, das macht das Alter. Oh Gott, mach mir keine Angst. Warum? So weit bin ich davon auch nicht mehr entfernt. Ja, du wirst kommen. Komm du nur mit dem Alter. Es wird früher oder später passieren. Nee, aber bis dahin bin ich schon wieder älter. Ja, einholen werde ich dich nie. Eben. Schade, der hat nichts fallen lassen. Kann es jetzt. Drei Setzlinge habe ich jetzt auch noch mal zusätzlich. Mein Inventar ist gleich voll. Naja, ich ernte hier noch nebenbei fleißig Blumen. Apfel. Äpfel müssten ja theoretisch eigentlich auch viel Flüssigkeit geben.
Ja, bedingt. Sie müssten eigentlich stärker sättigen als Flüssigkeit, aber Gott, das wird tödlich enden. Was machst du da gerade? Steht ein Apfelbaum, der so leicht in der Luft schwebt, weil er über einen Höhleneingang ist, aber er fällt zum Glück in die andere Richtung. Oh, schade. Fand ich so lustig. Am Anfang, wie Rising angefangen habe zum Spielen, habe ich mal so versucht, Tipps durchzulesen. Einer der ersten Tipps, die du überall liest: Fälle keine Bäume in der Nähe von Höhlen oder dort, wo es runtergeht. Ich mir Ja. damals gedacht, warum wohl? Muss man ausprobieren. Schaut schon lustig aus, wenn diese Bäume so runterrollen. Ja, am besten ja noch nicht mal am Abhang fällen. Nee, am Anfang auf keinen Fall. Brauchen wir eine Trauerweide? Haben wir schon eine? Nee, Trauerweide haben wir auch noch nicht. Ja, ich weiß nicht, das was das schaut halt so. Schauen wir mal. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, die so schönen runterhängende, Farnart, nicht farnartig, lianartige Blätter hat. Ja, haben sie als Weide drinnen. Ja. Ja, Ich passt schon. schmeiß jetzt mal Gras raus. So, mein Inventar ist nicht echt voll. Und ich schleppe jede Menge Blumen mit dran. Das gab zwei Weidensetzlinge. Die gefallen mir so gut. Die sehen ja auch gut aus. Oh, Ja, unser wie? Maulwurf ist rausgefallen. So ein bisschen abgebaut und schon ist er weg. Lest Ach, der nach. kommt sicher gleich wieder. Leidet wohl an Altersschwäche. Müssen wir nachher fragen, ob er schon Altersschwäche leidet. Oh, schöne Höhle. Oh Mann, verdammt tiefe Höhle. Wo bin ich eigentlich? Kannst du auf jeden Fall nicht sagen, ich weiß ja noch nicht mal, wo ich bin. Ja, ich habe gerade mal auf den Kompass geschaut, damit ich vielleicht zumindest in die richtige Richtung wieder gehe. Bin hier zwischen lauter Elchen. Ich bin ja auch mitten in einem Waldstück. Oh, ich bin ja bei unserem Maulwurf. So weit weg war ich gar nicht von ihm. Dann komme ich dir gleich entgegen, wenn ich jetzt gleich die Richtung raussuche, weil wird langsam Zeit dafür. Ist das so Stimmt, da hat verführerisch? er viele Bäume. Ja, aber ich glaube, wir dürften jetzt genug haben. Oh, mein Inventar ist voll, schade. Ja, meins auch fast. 46 blaue und 29 von den roten Blumen. Nett. Ja, ich habe ein paar Wassermelonen und sowas und ein paar Äpfel und Setzlinge und so. Und ein bisschen Wolle. Bist du schon weiter oder bist du gerade bei unserem Maulwurf? Ich bin noch in dem Wald hinter ihm. Und arbeite mich gerade wieder in unsere Richtung.
sehe zwar keinen Wald, aber okay. Naja, da hinten Der geht vielleicht. kurz hinter ihm los. Da, wo wir Obis Statue auch hingebaut haben. Ah, in die Richtung, okay. Weil ich habe mir gedacht, Apfelbäume, ja, so in der Nähe von so einem Waldbiom sollte man die ja finden. Yep. Ja, aber dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt Schluss. Weil nach Hause finden tun wir ja auch ohne Kamera. Vielleicht. Oder? Sogar ziemlich garantiert. Dank Kompass, der uns ja sogar verrät, wo unsere Betten sind. Ja, eben. Also da kann man eigentlich nicht mehr hinfinden. Also selbst Obi würde jetzt mit dem Ding zurückfinden. Also in die Hülle abschmieren würde wehtun. Ah, ich bin beim Obi-Denkmal. Ja gut, wenn du noch so weit weg bist, dann bin ich ja. Oh, okay. Ja, das war ein gutes Stück, was ich hier zurückgelegt habe. Es ging es erstaunlich schnell von Anubis Höhle rüber zu dem Denkmal. Ja. Ja gut, aber ich würde sagen, du findest den Weg so. Ich bin schon auf dem Heimweg und wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.